Das ist der letzte Block, mit dem wir uns mit der Emitterschaltung beschäftigen. Und da schauen wir uns an, was man machen kann, wenn man die Verstärkung bei der Emitterschaltung erhöhen möchte, ohne jetzt unbedingt dieses R3-R4-Verhältnis in die Höhe treiben zu müssen. Wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, jetzt implizit haben auch ein paar Mal jetzt darüber geredet, dass wir mit der Emitterschaltung im Wesentlichen ein Wechselsignal verstärken wollen. Der Gleichanteil, der interessiert uns nicht, den filtern wir sogar mit diesem Koppelkondensator raus. Den Koppelkondensator haben wir ja, damit wir den Gleichanteil über unsere Arbeitspunktstabilisierung festlegen können und nur den Wechselteil vom Eingang durchholen. Und jetzt können wir uns überlegen, wie man die Stromgegenkopplung so macht, dass die nur für den Gleichanteil wirkt. Weil dort brauchen wir es ja. Die Stromgegenkopplung machen wir, weil wenn ich diesen Teil hier nicht habe, sondern das direkt mit Ground verbinde, dann haben wir vorher das letzte Mal schon gesehen, es gibt einen ganz, ganz kleinen Bereich bei der Basis-Emitter-Schaltung, wo der Transistor umschaltet zwischen sehr, sehr hochohmig, lässt überhaupt keinen Strom durch, auf ist quasi ein Kurzschluss und das kann ganz viel Strom durch. Und in der Mitte von diesem Übergangsbereich, dort wollen wir eigentlich hintreffen, wenn wir unsere Schaltung dimensionieren. Und das ist sehr schwierig. Und darum haben wir uns die Stromgegenkopplung ausgedacht, dass wir gesagt haben, okay, dann ist das Potenzial, was wir hier treffen müssen, das ist dann nicht nur Basis-Emitterspannung über dem Ground-Potenzial, sondern Basis-Emitterspannung über dem Ground-Potenzial plus so einem Spannungsabfall am R4, also R4 mal dem Kollektorstrom. Das machen wir aber nur, dass wir diesen Punkt treffen. Für das Wechselsignal wollen wir eigentlich wieder einen hochempfindlichen Transistor haben, wenn wir eine große Verstärkung erreichen wollen. Und das können wir wieder machen, indem wir hier so einen Kondensator einbauen. Und wir verwenden jetzt genau die gleiche Idee wie hier, dass durch einen Kondensator der Wechselanteil durchgeht, der Gleichanteil aber nicht. Das heißt, für die Arbeitspunktbestimmung können wir uns alle Kondensatoren wegdenken, das sind einfach Unterbrechungen in der Leiterbahn. Das heißt, der ganze Eingang fällt weg, weil wir haben hier eine Unterbrechung, wenn wir den Arbeitspunkt berechnen. Da interessiert uns eigentlich nur, worauf dieser Spannungsteiler hier einstellt. Das ist auch eine Unterbrechung, wir haben genau die Schaltung, die wir vorher gehabt haben. Wenn ich jetzt ein Wechselsignal einspeise, und zwar eines, das hochfrequent genug ist, dann muss man halt schauen, wie man diesen Kondensator entsprechend setzt, aber sagen wir, das ist deutlich über dieser Schwelle, wo der Kondensator anfängt, leitend zu werden für das Signal, dann kann man das als Kurzschluss sich überlegen. Und wenn wir hier diesen Kurzschluss haben, dann wäre jetzt R5 parallel zu R4. Und je kleiner der Widerstand ist, den wir hier am Emitter haben, desto stärker wird der Verstärker. Das heißt, für das Wechselsignal hätten wir jetzt hier parallel einen zweiten Widerstand. Wenn der 100 mal kleiner ist als R4, kriegen wir einen 100 mal größeren Verstärkungsfaktor hin. Weil dann ja quasi die Parallelschaltung von R3 und R5 quasi nur noch R5 ist und damit der Gesamtwiderstand hier um Faktor 100 kleiner wird. Und nachdem der Verstärkungsfaktor dieser Widerstandswert durch diesen Widerstandswert ist, wenn wir den hier Faktor 100 verkleinern, wird der Verstärkungsfaktor 100 größer. Wenn ich das richtig verstehe, je höher die Frequenz ist, desto stärker wird verstärkt. Ja. Je höher die Frequenz, desto stärker wird verstärkt. Ist das, was ich will? Weil normalerweise will ich ja gleichmäßig verstärken. Es ist aber nicht so, dass quasi, also es gibt quasi einen Punkt, ab dort kann ich die Frequenz verdoppeln, ich kann sie verzehnfachen, ich kann sie verhundertfachen, es ist immer noch die gleiche Verstärkung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Sprache verstärken möchte, dann sage ich, okay, der interessante Teil von der Sprache liegt vielleicht überhalb von, was weiß ich, 100 Hertz. Von 400 bis 3400. Okay, also sagen wir 400 Hertz, dann wähle ich halt diese Kondensatoren so,
dass dieser Sättigungsbereich, wo sich die Verstärkung nicht mehr ändert, irgendwo bei 100 Hertz einsetzt. Und dann ist quasi alles mit einer höheren Frequenz gleichmäßig verstärkt. Wenn ich aber jetzt testweise einfach einen Sinus anlege mit 100 Hertz, 300 Hertz, 200 Hertz, 100 Hertz, 50 Hertz, 20 Hertz und so weiter und so fort, dann werde ich sehen, dass das bei den langsamen, bei den niedrigen Frequenzen gedämpft wird. Das heißt, ich muss diese Kondensatoren einfach so wählen, dass diese gesamte Geschichte in einem Teil des Frequenzspektrums passiert, den ich sowieso nicht haben möchte in meinem Nutzsignal. Und dann stört mich das auch nicht. Und den Effekt hätte ich auch ohne das hier, sondern nur durch diese Kopplung hätte ich auch schon diesen Effekt. Weil diese Kopplung ja den Gleichanteil nicht durchlässt, den hochfrequenten Wechselanteil schon, aber es gibt da natürlich einen gewissen Übergangsbereich zwischen so langsam, dass es nicht durchkommt und so schnell, dass es ungehindert durchkommt. Und das habe ich halt hier auch. Aber das Problem haben wir hier schon gehabt. Ja, aber wozu mache ich das dann mit C2 auf Milliarden? Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz. Weil ich den Arbeitspunkt einstellen möchte. Also für die Arbeitspunktstabilisierung, und das ist rein Gleichspannung, für die Arbeitspunktstabilisierung brauche ich einen großen Spannungsbereich hier, damit ich meinen Arbeitspunkt treffe. Wenn ich hier in der Mitte direkt an Ground anschließe, dann habe ich eben diese Diodenkennlinie und irgendwo bei 0,6, 0,65, 0,7 Volt gibt es einen unglaublich schmalen Spannungsbereich. Wenn ich dort in die Mitte reintreffe, dann habe ich meinen Arbeitspunkt. Wenn ich da daneben treffe, dann sehen wir auf der Arbeitslinie irgendwo da oben oder irgendwo da unten. Das heißt, ich brauche quasi eine geringe Verstärkung, damit ich in der Arbeitslinie da treffe, weil die Spannung, die wir hier haben, ist ja die Ausgangsspannung. Das heißt, ich sage quasi, was ist eine mittlere Ausgangsspannung? Sagen wir, das ist 10 Volt Versorgungsspannung. Ich möchte irgendwie 5 Volt haben, da muss ich mal ausrechnen oder nachschauen in den Kennlinien, welche Basis-Emitter-Spannung brauche ich, damit der Ausgang genau, damit ich genau auf diesen Kollektorstrom komme, damit ich genau dahin treffe und dann versuche ich, meinen Arbeitspunkt genauso einzustellen. Und das kann ich eben nicht machen. Wenn R4 0 Ohm ist, das kann ich nicht fix mir ausrechnen, zwei Widerstände einlöten und ich treffe genau diesen Bereich. Das heißt, ich mache eine Stromgegenkopplung. Ich nehme einen Teil meines Arbeitswiderstandes und teile den auf. R3 und R4, das ist beides mein Arbeitswiderstand. Aber R3 bewegt sozusagen den Ausgang und R4 bewegt den Emitter von einem Transistor. Wenn ich also jetzt an der Basis ein bisschen höher gehe von der Spannung, dann fließt ein größerer Kollektorstrom, es fällt eine größere Spannung an R4 ab, der Emitter kommt der Basis nach und wenn ich im ungekoppelten Zustand durch diese kleine Änderung der Basisspannung bereits neben das Fenster getroffen habe, wo ich hinein möchte, dadurch, dass R4 mitkommt, ist das Fenster größer und ich bin immer noch dort. Aber um einen Preis, ich habe eine geringere Verstärkung, weil jetzt die Verstärkung dieses Verhältnis von R3 zu R4 ist. Und da muss ich jetzt abwägen. Ich kann quasi sagen, ich mache R4 größer, dann ist es noch leichter für mich, einen mittleren Arbeitspunkt festzulegen. Im einfachsten ist es quasi, wenn R3 und R4 gleich groß sind. Weil dann quasi die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung genau invertiert zueinander sind, aber keine Verstärkung stattfindet. Das heißt, wenn ich eine mittlere Ausgangsspannung haben möchte, brauche ich eine mittlere Eingangsspannung. Man muss sich aber überlegen, dass ich da die Spannungen teile. Also wenn ich jetzt quasi 10 Volt Versorgungsspannung habe, dann müssten diese 10 Volt irgendwo abfallen. Das heißt, ich könnte dann quasi sagen, von 5 bis 10 Volt ist meine Ausgangsspannungen. Da gehe ich in die Mitte hin 7,5 Volt und dann kann ich hier mit 2,5 Volt hineingehen. Das sind schöne, große Zahlen. Ja, das, einen Spannungsteiler zu machen, der mir diesen Punkt hier auf 2,5 Volt festlegt, das ist ganz einfach. Einen Spannungsteiler zu machen, der mir hier 2,5000 signifikante Stellen macht, das ist das Schwierige. Okay, also ich sage, ich mache R3, R4 gleich groß, dann ist es ganz einfach, den Arbeitspunkt zu bestimmen. Das Problem ist, ich habe keinen Verstärker mehr, weil mein Verstärkungsfaktor jetzt 1 ist.
Und darum geht es. Darum geht es hier bei diesem Hack hier, dass ich das machen kann. Ich kann sagen, R3 und R4 ist gleich groß. Es ist total einfach für mich, einen mittleren Arbeitspunkt einzustellen. Aber hier habe ich einen ganz, ganz kleinen Widerstand oder ich habe gar keinen. Das kann ich natürlich auch machen. Und ich habe nur einen Kondensator. Und für das hochfrequente Signal wirkt der jetzt wie ein Kurzschluss. Und ein Widerstand parallel mit einem Kurzschluss ist ein Kurzschluss. Das heißt, und damit wird der Verstärkungsfaktor dann riesig groß. Genau, aber nur für das Wechselsignal. Ich habe einen großen Verstärkungsfaktor für das Wechselsignal. Ich habe einen guten Verstärker, der wirklich verstärkt. Aber ich kann ihn leicht einstellen, weil das Einstellen ja kein Wechselsignal ist, sondern das ist der langfristige Mittelwert. Das ist der Gleichanteil. Und für den Gleichanteil gibt es diesen Pfad nicht, der ist weg. Da gibt es nur den und den dimensioniere ich so, dass ich leicht in das gute Fenster hineintreffe. Das heißt, mit der Schaltung sind wir jetzt quasi endlich so weit, dass wir sagen, wir haben eine Schaltung, die man runterrechnen kann und dann aufbauen kann aus fertigen Widerständen oder dass es irgendeinen Potti drinnen gibt, an dem ich drehen muss, bis es gut klingt oder so in der Richtung. Und darum vielleicht auch noch zu dem Einwand von dir, warum will ich einen Verstärker haben mit dem Faktor 10? Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wenn ich dann hier über diese getrennte Gegenkopplung für den Wechselanteil den Verstärkungsfaktor erhöhen kann, ist ein Faktor 10 super geeignet für, ich will einfach nur gut meinen Arbeitspunkt einstellen. Mhm. Sollte ich nehmen dann dort R3 und R4 quasi den gleichen Wert? Ich kann quasi den gleichen nehmen, ich kann aber auch, wenn ich die Faktor 10 mache, finde ich, ist eine schöne Zahl und man ist immer noch so, dass man quasi in einem gemütlichen Bereich ist. Man trifft diesen Arbeitspunkt und dieser Übergang hier, der geht quasi nicht von gar keine Verstärkung, sondern der geht vielleicht von Faktor 10 zu Faktor 100. Ja. Aber man kann das natürlich machen, wie man möchte. Was man immer aufpassen muss mit diesen Dingen, ist, dass man sich überlegt, wie man seine Spannungsbereiche einteilt. Weil es eben eine Spannung gibt, die hier abfällt, eine Spannung gibt, die hier abfällt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 10 Volt Versorgungsspannung habe, dann kann ich nicht sagen, ein mittlerer Arbeitspunkt ist hier 5 Volt. Weil dann habe ich hier schon 5 Volt, dann habe ich hier quasi keinen Bereich, welche Spannung fällt dann am Transistor ab. Also man muss sich dann überlegen, okay, der mittlere Arbeitspunkt ist dann vielleicht 7,5 Volt hier am Ausgang und 2,5 Volt wäre dann hier entsprechend der Eingang. Das könnte man dann mit einem Auskoppelkondensator vielleicht wieder irgendwo hinholen. Genau, das ist auch der übliche Aufbau, dass man hier wieder einen Kondensator hingibt und dann in die nächste Stufe geht. Also wenn man sich gerade Audioschaltung und sowas anschaut, dann findet man immer einen schönen Funktionsblock und dann einen Kondensator, der in den nächsten geht. Weil ich von einer Stufe in die nächste immer nur den Wechselanteil geben möchte und jede Stufe für sich auf so eine oder auf eine andere Art quasi den Arbeitspunkt bestimmt, um den dann das eigentliche Nutzsignal schwanken soll. Und über die Kondensatoren kann ich das von einer Stufe in die nächste weiterreichen. Gut, dazu noch Fragen? Dann gehen wir da die Diskussionspunkte durch. So viel ist das nicht in dem Block. So, weshalb ist C2 ein Kurzschluss für das Nutzsignal, nicht aber für die Vorspannung, die vom Basisspannungsteiler geliefert wird? So, also C2 ist der. Warum ist der ein Kurzschluss fürs Wechselsignal, aber nicht für das, was in der Vorspannung passiert? Weil er auf die Vorspannung aufgeladen wird und dann Schluss. Genau, der wird einmal geladen. Wenn ich die Schaltung einschalte, gibt es vielleicht einen Knacks, weil das irgendwie auf 0 Volt ist und dann lege ich da die Versorgungsspannung ab und dann hält er das natürlich mal hier auf 0 Volt und dann fließt da vielleicht kurz ein Stromstoß durch, der den lädt und dann ist der halt auf das geladen, was, also wenn ich R4 nehme und ich multipliziere R4 mit dem
mit dem Strom, mit dem Kollektorstrom im Arbeitspunkt, dann habe ich hier einen gewissen Spannungsabfall und R2 wird auf genau diese Spannung geladen. Das passiert einmal und wenn ich dann kein Nutzsignal anlege, ist es so, wenn C2 gar nicht da wäre. Was passiert jetzt, wenn ich eine kurze Änderung mache? Einen kurzen Puls speise ich zum Beispiel ein. Da ist wieder Strom durch C2 fließen. Ja. Wenn ein Strom durch einen Kondensator fließt, was ändert sich dann an einem Kondensator? Die Spannung. Genau, die Spannung. Das ist die Definition von einem Kondensator. Weißt du, also wenn der Kondensator 1 Farad hat, dann muss ich 1 Ampere durchschicken, damit die Spannung an dem Kondensator um 1 Volt pro Sekunde zunimmt. Oder ich kann die Zeiten rauskürzen, dann muss ich quasi den mit einem Coulomb laden, damit seine Spannung um 1 Volt zunimmt. Das heißt aber, wenn ich da einen sehr, sehr großen Kondensator habe und ich mache da nur kurz einen Puls, durch welches Bauteil kann ich einen großen Kondensator ersetzen, wenn ich kurz einen Puls mache? Einen Draht. Er ist geladen. Eine Diode? Also eine Diode, die einen hohen Spannungsabfall macht? Ja, in dem Fall hast du gerade die Diode durch eine noch einmal was anderes ersetzt. Was war denn das? Spannungsquelle. Eine Spannungsquelle, genau. Also ich kann einen geladenen Kondensator, wo ich nur ganz kurz einen Puls mache und dann kommt wieder kein Strom. Da kann ich sagen, ein kurzer Strompuls. Wenn das ein großer Kondensator ist, da kann ja nicht viel Ladung dran sein, weil nicht, Strom mal Zeit ist Ladung und wenn das ganz wenig Zeit kommt keine Ladung, dann kann sich die Spannung an einem Kondensator nicht wesentlich geändert haben. Und ein Bauteil, das eine gewisse Spannung hat, aber diese Spannung nicht ändert, ist eine Spannungsquelle. Das heißt, ich könnte mir überlegen, für das Wechselsignal, nicht für das Gleichsignal sagen wir, da lädt sich der Kondensator einmal auf und dann ist er dort. Aber fürs Wechselsignal verhält er sich eigentlich wie eine Spannungsquelle, die quasi hier und hier überbrückt. Und wenn ich hier diese Spannungsquelle habe, naja, die Spannungsquelle, wenn ich da quasi ein bisschen mehr Spannung da oben anlege, dann geht die Spannungsquelle natürlich mit. Die ändert ihre Spannung aber nicht, das heißt, ich habe dann eine Spannung hier an den Widerstand. Und eine Spannung an den Widerstand macht was? Macht Strom, genau. Und wenn das ein sehr kleiner Kondensator ist, kann das einen sehr großen Strom machen. Also da haben wir dann genau dieses Kurzschlussverhalten. Dass wir sagen, okay, für das Wechselsignal muss ich eigentlich diesen Pfad berücksichtigen. Der meiste Strom wird da durchfließen. Und für das Gleichstromverhalten, da lädt sich der einmal auf, aber danach kann ich diesen Pfad ignorieren. So, was passiert, wenn C2 nicht ausreichend groß ist? Das hast du im Wesentlichen du schon angesprochen. Dann gibt es eine schwache Verstärkung bei niederen Frequenzen und bei hohen Frequenzen eine starke. Genau, da werden die schwachen Frequenzen nur wenig verstärkt und die hohen Frequenzen stark. Und das ist mitunter nicht, was man haben möchte. Das würde man dann beim Audiosignal zum Beispiel als eine Verzerrung wahrnehmen. Gut, dann gibt es noch eine Übung, nachdem wir die davor nicht gemacht haben, sondern gesagt haben, das machen wir in der Experimentiergruppe oder daheim oder was auch immer, ist natürlich auch das hier, wenn man dann das durchrechnet, dass man dann auch noch einen AC-Gegenkopplungspart macht und den mit simuliert. Kannst du nochmal aufgehen zur Skizze? Ja. Wenn ich jetzt den R4i nochmal brauche, um diese, um das ganze Drehfall stabil zu machen. Mhm. Und wir ja in dem Bereich, in dem C2 dann gesättigt wird, ohnehin nicht kommen wollen, was spricht dagegen, R4 sehr groß zu machen? Da ist, du kannst R4 sehr groß. Punkt, wo wir R4 einfach rauslassen. Naja, wenn du R4 rauslässt, kannst du wieder keinen Arbeitspunkt einstellen. Weil
damit du deinen Arbeitspunkt einstellen kannst, schauen wir uns das an. So. Schauen wir uns die Arbeitslinie an. Ja? Wenn ich da meine Arbeitslinie ist und ich sage jetzt zum Beispiel, hier ist mein Arbeitspunkt oder da ist mein Arbeitspunkt, dann entspricht das einem gewissen Kollektorstrom. Das ist quasi ein konstanter Strom, der durch den Kollektor durchfließt. Und der kann nirgends hin, wenn ich R4 zu groß mache. Also ich will jetzt mal sagen, so als wirklich sinnvolle Obergrenze ist R4 gleich R3. Ich würde aber tendenziell R4 kleiner als R3 machen. Aber größer als R3 würde ich R4. Du kannst es auch so sehen, wenn du sagst, du teilst quasi diese Spannungen auf, was ich vorher gesagt habe, dass du quasi sagst, von meiner Versorgungsspannung 10 Volt gibt es einen gewissen Bereich, der gehört dem Ausgang und einem anderen Bereich, der gehört dem Eingang. Und natürlich kann ich jetzt mir einfach überlegen, im einfachsten Fall, wir schalten den Transistor voll durch. Der Transistor ist ein Kurzschluss. Dann habe ich nur noch einen Spannungsteiler zwischen R3 und R4. Das heißt, die Ausgangsspannung ist so weit weg von der positiven Spannung, wie es nur geht, weil der Strom durch R3 maximal ist. Und die ist so weit weg von Ground, wie es nur geht, weil der Strom durch R4 maximal ist. Und dort, wo dann der Ausgang ist, das ist quasi die Grenzlinie zwischen diesen beiden Dingen. Was ist jetzt, wenn R4 unendlich groß wird? Dann geht der Ausgangsspannungsbereich auf 0. Und das ist ein schlechter Verstärker. Und ich habe keinen mittleren Arbeitspunkt mehr, weil es ist... Er kann sich zwar in dem Bereich, sehr im hochfrequenten Bereich, immer noch bewegen, nur der Bereich ist ja gut. Ja, genau. Und der Ausgang wird dann quasi gleich von Anfang an ganz an der positiven Versorgung dran kleben. Und ich könnte dann vielleicht... könnte ich Pulse? Ja, ich könnte. Ich könnte positive Pulse könnten durchgehen, weil die werden negative Pulse hier. Aber positive Halbwellen am Ausgang könnte ich gar nicht darstellen, weil der von Anfang an ja schon auf der positiven Versorgung hängt. Gut, also es gibt dann noch diese Übung, die ich quasi empfehle zu machen, wenn man sich damit Quicks oder einem anderen Schaltungssimulator hinsetzt, das mal durchrechnet und probiert oder auch aufbaut, wenn man möchte. Ich muss zugeben, ich bin immer mehr so ein Simulationsmensch. Ich klicke lieber, als dass ich stecke. Und was eben gerade in der Simulation auch einfacher geht, dass man schaut, wie reagiert das auf unterschiedliche Frequenzen, dann kann man zum Beispiel versuchen, diesen Punkt zu finden, wo die Verstärkung zunimmt oder wo sie abnimmt, weil man unter die Frequenz kommt, die definiert wird durch den Kondensator und die Widerstandswerte. Gut, erklären Sie Ihre Beobachtung, das können wir dann in der Experimentiergruppe machen, wenn jemand darüber reden möchte. Noch Fragen?